Hallo zur zweiten Folge von 2 von Bademeister. Heute mein Gast, ein gut aussehender junger Mann, mein Zimmerkollege auf Auswärtsfahrten, Patrick Hager. Applaus für Patrick. Ah, komm, tritt ein. Also, der bayerische Stammtisch heute mit Patrick Hager. Dein schönster Moment bei den Olympischen Spielen? Sieg gegen Kanada. War mal weiter dabei? Sehr schön, gefällt mir. Ich mag, wie du denkst. Welchen DEL-Spieler hättest du gerne im Team? Ich muss sagen, nach den 2 Wochen in Südkorea mit Felix Schütz im Apartment, denke ich, wäre der Schütz, glaube ich, ein guter. Nur als Typ oder auch als Spieler? Oder beides? Beides. Ich denke, all over, mit dem kann man viel lachen, den können wir hier vertragen. Das ist eine gute Antwort, weil ich lache auch immer viel, wenn der Schütz da ist. Gute Antwort bisher. Der beste Spieler, gegen den du je gespielt hast? Frank Maurer. Oh, das gefällt mir nicht. Schnell. Das ist so schlecht. Vorsichtig. Aber danke für die Blumen. Hey. Eis bitte. Nein, okay, jetzt machen wir. Wenn du Schiri wärst, Patrick, was würdest du über Patrick Hager denken? Sehr interessant. Interessante Frage. Berechtigte Frage. Ich denke, den jungen Patrick Hager hätte ich genauso oft rausgeschmissen, wie es tatsächlich passiert ist. Und den erwachseneren Patrick Hager, glaube ich, kann ich mittlerweile auch leiden. Ja, schön. Du hast dich entwickelt. Sehr schön. Gute Antwort. Und welchen Teamkollegen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Gibt es nur eine Antwort? Ja, als Zimmerkollegen muss ich jetzt die zweite Mal natürlich den Frank Maurer nehmen und hoffe, dass ich die vierte Ente kriege. Ja, die Ente kriegst du, weil das war nämlich der Hauptgewinn. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft. Dankeschön. Kannst rausgehen, Patrick. Sehr gut gemacht.